Schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen, endlich mal wieder Trash und Retro bei mir auf dem Kanal. Mit einem Spiel von, muss ich wissen, 91 oder 92 eigentlich. Aber das hier ist die 20th Anniversary Edition von Underworld. Ein Spiel, was ich auf Amiga und Mega Drive früher kennengelernt habe. Und wir starten dann mal A. Wir drücken A. Mal gucken. Das passt, glaube ich, so. Schwierigkeit kann man da einstellen. Das irritiert mich so ein bisschen. Ton lasse ich mal tatsächlich original. Die hohe Auflösung lasse ich euch auch drin, weil das kann man sich im Original eigentlich kaum noch geben. Sieht schon sehr verpixelt aus. Und wir starten. Ich habe schon ein bisschen reingespielt, ihr seht. Aber wir machen natürlich mit dem Intro los hier. Was damals tierisch beeindruckend war. Das waren so die ersten 3D-Versuche. Das ist Hammer. Polygone und so Zeug. Also wenn man es vergleichen sollte, so vom Spielprinzip, ist es so Richtung Ur-Prince of Persia, würde ich sagen. Und man kann noch ein bisschen ballern. Ja, das ist schon die verbesserte Version. Ihr seht, das hat ein bisschen breiteres Bildformat. Also normalerweise wäre es 4 zu 3, aber hier haben wir trotzdem ein paar Rentner dran. Das hat mich damals so weggeblasen, das Intro, Leute. Ein sehr junger Professor, wie es aussieht. Fährt Ferrari, der sagt, ne? Ich glaube, ich werde im nächsten Leben auch Quantenforscher oder sowas. Ist der nämlich. Ich finde aber einen coolen Arzt, der hat das Spiel immer noch. Ich werde es bloß nicht mehr können. Ich habe das letzte Mal an Underworld wirklich noch auf dem Mega. Ich habe es hier auf dem Mega Drive rumliegen. Mega Drive irgendwann mal gespielt, aber vor 2-3 Jahren mal angezockt, das war's. Kommen wir so ein bisschen in den Frankenstein-Modus, Leute. Jo, na ist er weg. Ist er wieder. Jetzt müssen wir hier ganz schnell hoch, weil da kommen unten die Tentakel. Ihr seht das vielleicht gerade noch. Und da oben ist tatsächlich ein Löwe. Ich muss mal kurz gucken. So, rennen wir. So, springen wir. Okay. Okay, das lief. Okay, das lief auch. Hallo. Oh, Spiel ist fertig geworden. Und ich sehe leider nichts. Ah, verdammt. Wegen der Einblendung konnte ich nicht sehen, wo der scheiß Wurm war. Aber ich hab's doch noch drauf. Jetzt kommt wieder. Ich sag mal, das ist der Löwe. Nein, verdammt. Hier stirbst du oft. Kannst machen, was du willst. Vor allem, wenn du das erste Mal spielst, du hast kein schon mal, was du eigentlich tun musst. Wo war denn jetzt die Renntaste? Das war sie. Jojojo, erstmal weg hier. Mist, in den reingesprungen. Muss ein bisschen früher abspringen.
Und ja, hier tötet einen alles sofort. Man kann die übrigens auch tot treten. Also das geht schon. Ach, hier, guck mal hier. Aber ihr seht, da kommen auch sofort neue. Scheiße. Ach. Warum schäumt jetzt mein Bier so über? Was soll denn der Scheiß? Okay, hat geklappt irgendwie. Ah! Er hat sich zum Glück fallen lassen. Jetzt muss man ganz wenig zurück. Keine Viecher, keine Viecher. Nein, 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 nein. Oh, verdammt. Fast geschafft. Mal gucken, wo sie uns jetzt wieder rauslassen. Mist, die ganze Stelle nochmal. Yeah. Warum treffen die den eigentlich nicht? Ja, 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 ja. Hier ist keiner, dafür sind jetzt hier wieder drei. Okay, geschafft. Huh. Deswegen habe ich das erste Level schon mal geschafft. Und ich sage euch, legt euer Bier nicht zu lange in ein Eisfach. Das war die Ausbreitung vom Eis. Jetzt haben sie uns umgeschossen. Schweine. Ich glaube, ich habe gerade ganz komische Geräusche gemacht. Das drückt das regelrecht hoch jetzt hier. Ich fasse es nicht. Und ich glaube, der Schaum friert. Ich glaube, ich mache das nochmal zu. Lass es noch ein bisschen temperieren. Jetzt können wir ja schaukeln, Leute. Ging ja das. Ich glaube, ich brauche bloß mitgehen. Auch ey, ziemlich bescheuert, aber irgendwie cool. Das findet er nicht gut. Vielleicht findet er es noch weniger gut. Hui! Hui! Bots! Das hätte er mal zu mir sagen sollen. So, wir haben eine Knifte, Leute. Jetzt weiß ich bloß nicht, wie man erschießt. Ja, damit. Au. Also so schießt man und wird erschossen. Das hat zum Glück faire Speicherpunkte, aber es ist trotzdem ziemlich, ziemlich haarig, das Spiel. Ich werde so etwa eine Viertelstunde weg spielen. Einfach mal wirklich, um ein bisschen Videospielgeschichte zu zeigen, wie ich finde. Aua! Er mich auch nicht so! Was sagt der? Ohne Untertitel kann ich das nie lesen. Mist. Es hat nicht gereicht. Ich mach jetzt erstmal ein Schutzschild hier. Hallo! Dies war nix. Schütze dich. Aber kriegt Archivmetz wie gut. Das war Penia. Lassen wir noch einen drin. Da kommt ja noch einer. So, oh, jetzt hat es unser Freund auch erwischt. Das ist ein bisschen rätsellastig halt. Jetzt ist die Wumme leer. Das ist scheiße. Aber es reicht noch. Okay. Fuck. Wo kam der denn jetzt her?
Okay, es war fair gemacht. Ich glaube, wir müssen runter. Ich glaube, hier kann ich mir auch noch wieder aufladen. Kannst du das aufmachen? Ich komme hier nie durch. Ich muss erstmal gucken. Irgendwann müssen wir unsere Waffe aufladen. Ah, hier war das. Ging denn das jetzt? Ist die jetzt voll oder was oder wie? Ich weiß es gerade nicht, Leute. Probier's mal nochmal. Ich gehe nochmal rein. Wie ging das hier? Also sie hat zumindest wieder Saft. Da geht's ja sogar. Nee, jetzt ist sie leer. Verdammt. Wie krieg ich ihn denn jetzt wieder aufgeladen? Was soll der Scheiß? Ach, das ist die alte Spielegrafik. Kann man sogar umstellen. Das sieht schon echt pixelig aus. Wie mache ich denn das hier? Verdammt. Ich guck mal ganz kurz. Oh. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber da haben wir die Steuerung. Das ist okay. Aber wie wir unsere Waffe wieder aufladen, steht da nicht, ne? Nee, steht wirklich nichts. Aber vielleicht können wir noch weiter hoch. Mal schauen. Und da sind wir jetzt gekommen, was jetzt kommt. Na, einer geht noch, oder? Also sowas war unüblich damals. 91, 92 kam das raus. Da war das schon was Besonderes, so eine Optik. Also... So eine Optik. Ist aber nicht ganz so drastisch, wie es bei Halo ist. Da hat ja der Rim ja geschimpft, dass ihn das genervt hat, dass ich so oft rumgeswitcht habe. Wie kann ich denn das hier machen? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Irgendwie muss das hier gehen, dass man das aufladen kann. Irgendwie... Ich muss mitnehmen. Das ist halt also so lange her, Leute. Ich weiß noch ungefähr den Levelablauf, aber mehr weiß ich nicht mehr. Kommst du mit? Jo, bis da. Mach mal was. Soll ich mal Knöpfe oder so? Es geht nix. Aber er hat... Ich habe jetzt gedacht, er hat in der Version wenigstens Augen, aber nee, hatte ich ja so oder so nicht. Das ist jetzt doof. Wisst ihr was, ich lass mich mal töten. Und versuchen wir es halt da weiter. Ich habe hier jetzt noch ein bisschen Saft. Das ist jetzt sau, sau doof. Na, ich weiß schon ungefähr, wie es geht, aber... Die Waffe wäre mir richtig voll trotzdem lieber. Oder die ist jetzt geladen. Da war ja dieser Energiestrahl da irgendwie. Ich will ihn da jetzt auch nicht mit reinziehen, muss ich gestehen. Die dein Ernst mehr wollen, oder? Ist mal ehrlich. So doof.
Meine Wumme ist auch schon wieder leer, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Wer hat sie jetzt beruhigt? Mal gucken. Kann man denn weiterrennen oder sowas? Nö, der hat sich sowas von nicht beruhigt. Sonst alles klar oder so? Ich will mal noch gucken, ob ich die Optik nochmal angucken kann, oben in Originalgrafik. Sieht auch nicht so viel schlechter aus, finde ich eigentlich. Klar, pixeliger. Aber die Atmosphäre kam trotzdem rüber. Ich find's gut. Aber warum sich die Waffe nicht nachladen lässt, das irritiert mich. Der ist da eigentlich immer so hochgeschwuft. Ich krieg das echt nicht mehr gebacken, Leute. Haben wir hier gerade wirklich alle Tasten? Nee. Kommst du mit, Großer? Hier mal gemeinsam in den Tod kommen. Das war ein Witz. Meine Knifte hält irgendwie gefühlt so 10 Schuss aus, oder was? Und der da, ne? Also echt mal. Nicht nett. Leer, oder? Na klar! Das ist doch wohl nicht wahr. Das kann doch nicht wahr sein. Nein. Zum Glück kann man schnell wechseln. Das war's, Leute. Ich komme gerade nicht drauf. Guckt euch ein Let's Play an. Das Spiel ist gar nicht so lang. Das geht irgendwie so Stunde, anderthalb Stunden oder sowas. Sucht euch ein Let's Play raus, Another World. Es gab auch einen Nachfolger namens Flashback und dann auf der PS1 dann auch noch einen ziemlich, muss ich sagen, hässlichen Rotz. Nachfolger, der hieß Flashback 3D, glaube ich. Oder. Nee, Fade to Black hieß der. Das ist der Nachfolger zu Flashback dann gewesen. Und das soll es aber gewesen sein. Wir drücken nicht mehr Action zum Fortfahren. Das war ein Trash und Retro auf diesem Kanal endlich mal wieder nach langer, langer Zeit. Das war Anotherworld. Und ich hoffe, ihr seid, wenn es dann mal wieder kommt, zu einer neuen Folge Trash und Retro mit dabei. Haut rein, Leute. Ciao.